Was sind die Auswirkungen von Luteinizing-Hormone? Luteinisierendes Hormon ist ein Hormon, das den Eisprung, die Freisetzung einer Eizelle aus dem Eierstock, bei Frauen und die Produktion des Hormons Testosteron bei Männern auslöst. Ungewöhnlich niedriger Luteinisierungshormonspiegel bei Frauen können zu unregelmäßigem oder vollständigem Fehlen des Eisprungs und Menstruationsblutungen und Ovarialzysten führen. Männer mit niedrigen LH-Spiegeln produzieren möglicherweise nicht genügend Testosteron, was zu Laktation bei Männern, einer Abnahme der Spermienproduktion und einem Verlust des Sexualtriebs führen kann. Unfruchtbarkeit ist ein mögliches Ergebnis eines niedrigen LH-Spiegels bei beiden Geschlechtern. Etwa zur Hälfte des Menstruationszyklus löst ein LH-Anstieg den Eisprung aus. In diesem Prozess platzt ein Eierstockfollikel, der ein reifes Ei enthält, und löst das Ei aus. Die Überreste des Follikels, jetzt als Corpus luteum bekannt, setzen Progesteron frei, um die Gebärmutterschleimhaut zu verdicken, damit das befruchtete Ei implantieren kann. Frauen mit niedrigen Luteinisierungshormonspiegeln können gar nicht oder nur sporadisch ovulieren. Ebenso können Menstruationsperioden unregelmäßig sein oder fehlen. Weibliche Patienten mit einem niedrigen Gehalt an luteinisierendem Hormon, aber ausreichendem follikelstimulierendem Hormon können Ovarialzysten entwickeln. Das follikelstimulierende Hormon stimuliert die Ovarialfollikel und die Eizellen zur Vorbereitung des Eisprungs. Ohne einen LH-Anstieg, der die Freisetzung des Eies erlaubt, kann sich der Follikel mit Flüssigkeit füllen und zu einer follikulären Ovarialzyste werden. Bei Patienten mit diesen Zysten treten möglicherweise keine Symptome auf, und die Zysten verschwinden normalerweise nach einigen Monaten. Bei anderen Frauen können Blutungen, Schwellungen oder Schmerzen auftreten, die während des Geschlechtsverkehrs zunehmen. Die Auswirkungen einer niedrigen Produktion von Luteinisierungshormonen bei Männern hängen in erster Linie mit den daraus resultierenden niedrigen Testosteronspiegeln zusammen. Männer können beginnen, Flüssigkeit aus ihren Brustwarzen abzuscheiden, so wie es eine stillende Mutter tun würde. Unzureichende Mengen an Testosteron können auch zu einem Rückgang der Spermienproduktion und des Sexualtriebes des Mannes führen. Der Verlust des sexuellen Verlangens kann allmählich sein und daher unbemerkt bleiben. Einige Männer entwickeln auch eine erektile Dysfunktion. Dies ist ein viel offensichtlicheres Symptom, das den Patienten dazu auffordern kann, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, während der Test die niedrigen LH-Werte aufdeckt. Die Behandlung dieses Zustands variiert je nach Ursache der niedrigen Produktion von Luteinisierungshormon. Künstliche Hormone können über oral eingenommene Pillen oder Injektionen verabreicht werden. Frauen, die ein Kind empfangen möchten, können LH- und follikelstimulierende Hormontherapie zusammen verschreiben, um die natürlichen Hormonveränderungen im Menstruationszyklus nachzuahmen. Prolaktinom, ein Tumor der vorderen Hypophyse, kann bei beiden Geschlechtern zu einer niedrigen LH-Produktion führen und kann mit Medikamenten, Operationen oder Strahlentherapie behandelt werden.